Lass da hinkommen, lass da. Nee. Aber dann hier kommen. Oder ich tue alle Juwelen da rein. Ich noch mehr Platz. Dann können wir so machen und alle werden glücklich. So. Ja, so ist gut. Jo, hatte der auch gute Rüstung? Ja, ne? Ich habe mir sogar eine gekauft. Plattenharnisch. Wir können mal gucken, wie wir jetzt aussehen. Kleine Veränderung von vorher. So, Plattenharnisch halt. Ja, der Rest kann man alles behalten. Ja, Verteidigung 11 ist natürlich auch noch ein bisschen kritisch. Aber da würde ich das nicht umändern. Ich würde einfach nochmal suchen. So, jetzt sind wir wieder hier und können uns erstmal wieder ein paar Eiltränke holen. Vier Stück halt. Immer noch keine 100.000 mehr. Schade, aber egal. Gold ist nicht so wichtig. Also ja, okay, irgendwie schon, aber naja, trotzdem. So, mit mehr Verteidigung stürzen wir uns wieder in den Kampf. Ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt unsterblich wäre, aber eine bessere Verteidigung habe ich jetzt auf jeden Fall. Bitte das nicht mehrmals. Ja, okay, gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder über 100.000, weil Plattenhandschuhe zu verkaufen ist immer gut. 8.000 sind da auf jeden Fall drin. So, muss im Genen. Ach, genau. Die ist schon die Gäste voll vergessen. So. Heiltrank und das. Moment. So. Kurz wieder, richtig Wichtiges gemacht, also das war so wichtig, kann ich euch nicht mal von erzählen, was ich gerade gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall keine SMS geschrieben, da auf jeden Fall nicht. So, stirb du Eiswürfel, Mann, jetzt kannst du endlich mal deinen Traumberuf ausüben und kannst endlich mal Kühler für Eisgetränke das verdienen. Ich glaube, die haben so einen kleinen Fehler, wenn die einmal vereist sind, bleiben die voll chillig. So. Also aber nur diese Teufelsmäuler. So, gerade mal mein Ohr gejuckt. Mein Kinn juckt auch. Und es könnten sehr viele Störungen kommen, so oft wie ich mich hier bewege. Ich bin sowieso da. Ich glaube sowieso, ich muss das gleich so nachsynchronisieren. Und weiß dann gar nicht mehr, was ich sagen will. So. Das ist bestimmt ganz lustig, wenn man es nachsynchronisiert, dann denkt man so selber, was zur Hölle mache ich da und sowas. So, und jetzt möchte ich gleich, dass eure ganze Aufmerksamkeit zum Chaos-Sanktuarium, so heißt das, Sanktuarium ist, glaube ich, das Land, das Gebiet, wo Diablo halt ist, und Chaos-Sanktuarium ist dieser kleine Tempelchen, da halt, wo Diablo ist, also glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, ist genau da oben, wenn wir da jetzt gleich lang gehen, müsste er da sofort sein. Da gibt es auch zum Glück keine Uhr, das mehr, ihr kleinen dummen Leute. Und nur noch so Geister, Ritter des Vergessens, Giftfürste, halt sowas, nur noch. Ja. Schwarz, Berührung. Wird auf Englisch, also normal heißen, Black Touch, glaube ich. Naja. Frau hat ja nichts fallen gelassen, geil. Wissen wir was? Ach, guck mal, wie der vereist worden ist. So. Und hier ist es. Das Chaos-Sanktuarium. Wir sehen am Anfang direkt wieder diese zwei Ritter. Durch ein massives Stahltor gehen wir. Und aus dem Fenster kommt Licht. Komischerweise. Licht. Aus einem Fenster in der Hölle. Logik. Ist es in der Hölle eigentlich hell? Ich meine, wenn da Lava ist, ja okay. Obwohl. Macht Lava überhaupt hell? Hm. Ja, da sehen wir, da sind schon mal ein paar Leute, die uns empfangen wollen. Das sind dann so um die 100.000 Ritter der Verdammnis. Ja? Das sind zu viel, zum Glück nicht so viele, also die können wir locker mit denen aufhalten. 2 gegen 50? Hey, scheint mir fair eigentlich. Das ist unglaublich.
muss das immer wieder sagen, weil einmal hat unser Chemielehrer den Streber aus unserer Klasse so irgendwas Chemisches gefragt. Der antwortet dann so richtig krass natürlich. Ja, okay, ich mag... Also Streber ist jetzt so diskriminierend an. Der ist ganz korrekt. Ich mag den auch so, so, lala, so. Ist manchmal richtig komisch. Jedenfalls, der gibt dann so eine richtig krasse Antwort, so eine richtige chemische Antwort. Und dann mein Lehrer nur so, das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Das war... Seitdem sage ich das auch immer. So, und das war die große Geschichte, warum ich das immer sage. Super interessant. Und bevor uns, also bei denen hier kann man sich auch tatsächlich ausweichen, wie ihr seht. Jetzt hat er mich mit so einem dummen Fluch belegt, der verdammt viel Leben abzieht. Und wir sehen, bisher noch kein einziger Ur da. So, die Giftfürste. Das, die werden mein größtes Problem werden. Die haben zwar wenig Leben, aber sind verdammt stark. Ich glaube, jetzt empfangen uns auch nochmal 100.000 Giftfürste. Geister. Diese Wollknäule, die gerade auf mich losschicken, die Fähigkeit kann man auch mit dem Totenbeschwörer machen. Und zwar sind das verfolgende Knochengeister, so heißen die. Und die ziehen auch ganz schön gut Leben ab, ne? So. Ja. Gleich erstmal wieder Heiltränke holen. So, hier nur zwei rein. Ja. Ich säuber hier alles, weil ich später, wenn Diablo kommt, werde ich hier wahrscheinlich schon ein bisschen rumhampeln und überall hingehen, wo es nur geht. Und da möchte ich doch ganz gerne mal hier lieber kein Monster mehr sehen, wirklich gar keins. Also ich werde hier alles gründlich säubern. Hier wird nur noch Diablo sein, nur noch Diablo. Deswegen gehe ich immer noch mal kurz die Sicherheitsrunde. So, hier hinten ist alles okay. Was hat denn da für ein Schrein eigentlich? Das ist ein Blutschrein? Nee, ein Mana-Schrein natürlich. Weil ich das so oft benutze. Dankeschön. Boah, geil. Anstatt mein Leben, was schnell weg ist. Ja, dusel dich, du Schädellaufen. So, ich muss, kann immer nur wieder sagen, dass mir wirklich leid tut mit den Mikrofonen. Das ist echt nicht extra. Das ist halt der Kabel und keine Ahnung. Ich würde ja gerne ein neues holen, aber woher soll ich das Geld nehmen? So. Und wenn im Ernstfall ehrlich irgendwie zu viele Störungen sind, synchronisiere ich nach. Oder ich benutze wieder das alte Mikrofon der nächsten Session und so weiter. Aber sonst, solange benutze ich das hier und kann ganz entspannt meinen Rücken ausruhen, während ich aufnehme. Oh, da bin ich mal schnell dem Gefecht ausgewichen. So, 188. Kurz mal gucken, nicht Q, sondern A. Level 24 sind wir inzwischen schon. So, Level 24. Kurz mal die Stats angucken. Nein, Spaß, hat mir gar nicht die Stats so lange anguckt. Ich habe in der Zeit SMS geschrieben, wo ihr euch die Stats angucken konntet. Das war doch auch mal eine gute, nette Idee. So, mit Hyrai wollte ich einfach nur mal kurz so ansprechen, damit der mich nicht vergisst. Und den Deckard Kay natürlich auch. Aber erstmal zu Jamella, die da gerade so ein schönes Lichtzeichen in der Luft gemacht hat. Und wir verkaufen die Rüstung sogar für 10.000, wie ich das gerade gesehen habe. Und kaufen uns Heiltränke. Hallo. Und gehen zum Halbu. Gucken, ob der irgendwas hat, was Gutes. Gesockelt zweimal. Hätten wir mal gewartet und da was reingetan. Geil. 140, ja, okay. Im Endeffekt ist das dann doch egal. Dafür habe ich mehr Verteidigung. So. Ja, reparieren. Ja. Kann ich auch machen, hier so. Und dann mal los, würde ich sagen. Noch, was noch? Was wollte ich hier machen? Ach, die Rune wollte ich wegtun und das Gold. So, guck mal, da ist ja eine kleine Rune versteckt. Und die. Das ist die Ed-Rune, ne? Jo, genau.
Alles Roboter, Roboter, Roboter. So, oh, wir sehen jetzt hier ein flammendes Pentagramm aus Stahl. Mitten in der Karte, sogar auf der Karte eingezeichnet. Hier 5 Punkte. Und ja, wir fragen uns natürlich, was in der Mitte ist. Bisher ja noch nichts. Ihr habt euch jetzt bestimmt gedacht, direkt Diablo. Aber nein, tatsächlich. Ja, werdet ihr auf jeden Fall noch sehen. Gehen wir mal hier lang. So. So. Geschickt weiche ich hier den ganzen Angriffen aus. Diese Sturmrufer, Schaden haben zum Glück nicht so einen großen Schaden. Sondern tun eher Mana weg. So, ein Juwel. Irgendwie bekommt mich genau immer hier ein Juwel. Ich weiß auch nicht warum. Nehmen wir uns mal schnell den Kältewiderstand. Ja, das nutzt uns beim Gift fürs bestimmt ganz viel. Den Kältewiderstand. Und in der Hölle überhaupt. Den Kältewiderstand, den braucht man hier unbedingt. Also, immer eure Dingens Jacke mitnehmen und alles, damit euch nicht kalt wird in der Hölle, ne, damit ihr wisst. So, weiter geht's. Genug mit der Ironie, Sarkasmus. USW. Und erstmal hier weiter töten. So, der hat gerade eine richtig schöne Sternflocke gemacht, so wie der aussah. Die Sturmrufer, meine guten alten Sturmrufer. Mann, Mann, Mann. So, die sind ja ein bisschen chillig am Eisen. Vielhafter Diamant. Oh, den kann ich mir auch mal gönnen. So, den gebe ich links, links, rechts. Und der ist weg. Links, 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 rechts, links. Oh, ein Level Up. Gut, vor Diablo sind wir genau auf Level 25 gekommen. So bin ich, glaube ich, sogar immer bei Diablo gewesen. Geschicklichkeit 65. Vitalität. Vitali. 69. Und jetzt haben wir 749 Leben. Ich hätte auch ein bisschen auf Geschicklichkeit machen können. Aber was soll ich sagen? Vitalität ist mir momentan ein bisschen wichtiger bei Diablo. Ich weiß, Qualität über Quantität, aber hey. So, bevor wir diese zwei ersten Siegel öffnen, hier, wir können uns die mal kurz angucken. So sehen ungefähr die Siegel aus. Ach ja, eine Fähigkeit. Und wir haben Lykanthropie. Und wir haben ausgeskillt. Lykanthropie ist auf Level 20 nun endlich ausgeskillt. Leben dauert 420 Sekunden, das sind gleich 7 Minuten. Und 115% Leben halt dazu. Das ist schon richtig krass. Nächster Level gibt's doch gar nicht mehr, glaube ich. Auf Level 20 müsste eigentlich ausgeskillt sein, soweit ich weiß. Aber ansonsten kann ich mal ganz kurz im normalen Mensch verwandeln. 319 Leben und das Werwolf 765. Großer Unterschied, wir würden bei Diablo normalerweise sterben. So, was ich machen will, ist mich hier ganz kurz umgucken. So, hier ist keiner. Sehr gut. So, dann öffnen wir mal das erste Siegel. Ich glaube, das ist das. So, wir sehen, das erste Siegel ist geöffnet. Hier war nirgends ein Monster, aber jetzt immer noch nicht. Das ist super gut. Denn dann ist das dieses Siegel, was jetzt... Ich kläre das mal eben. Ein Siegel, also links... Also Moment, ich sag mal eben die Karte. Vom Pentagramm aus links, also da wo wir jetzt sind, gibt es zwei Siegel und rechts. So, einer von den beiden, also oben gibt es nur einen, ne, nur kurz. Einer von den beiden, wenn man den aktiviert, ruft immer eine Gruppe von Monstern herbei. Und einen super starken Übermonster von der gleichen Sorte. Rechts ebenso und vorne auch, aber da ist auch nur einer und da kommt er halt ganz sicher beim ersten Mal auch direkt. Hier halt zufällig, wie es aussieht, hier beim zweiten. So, wir sehen eine Gruppe Sturmrufer. Das sind auch eigentlich die einfachsten. Denn die ziehen mir zum Glück nicht so viel Leben ab, sondern nur eher das Mana. Ja, Leben ziehen wir auch schon ab, aber nicht halt so viel wie die anderen später. Also da werden wir schon richtig lange rumrennen. Großvisier des Chaos, wo ist denn der? Da. Das ist dieser Übermonster der Gruppe. Der hier, Großvisier des Chaos. Untoter, extra stark. Feuerverzauberung und immun gegen Feuer, glaube ich. Er ist jetzt schön geplatzt und hat uns eine Ralrune, leichte Plattenstiefel, Regenerationstrank, Heiltrank, Heiltrank.
und leichte Panzerhandschuhe hinterlassen. Super nett von